Exakte Arbeit muss sein. Erntemaschinen müssen aber auch robust, langlebig und absolut zuverlässig sein. Alle Maschinen der Marke Krone erfüllen diese Anforderungen. Krone ist der Spezialist für die Grundfutterernte. Krone-Maschinen sind führend in der Landmaschinentechnologie. Mit vielen seiner Produkte ist Krone Marktführer in Deutschland, in Europa und in Übersee. Möglich ist das, weil Krone die Ansprüche seiner Kunden schnell und genau erkennt und flexibel überzeugende Lösungen realisiert. Höchste Tagesleistung, geringe Rüst- und Wegezeiten mit dem selbstfahrenden Mähaufbereiter Big M mit hydrostatischem Fahrantrieb, über 13 Meter Arbeitsbreite und bis zu 520 PS. Unbegrenzte Schlagkraft mit der Kreiselschwader-Baureihe Swadro mit bis zu 19 Meter Arbeitsbreite und fast wartungsfreiem Kurvenbahngehäuse. Schnelle und zuverlässige Abfuhrlogistik mit dem großvolumigen Ladewagen, riesigem Fassungsvermögen und auf Wunsch bis zu 65 Stundenkilometer schnell auf der Straße. Hochfeste Ballen in Heu, Silage und Stroh bei geringem Energiebedarf mit den Rundballenpressen Comprima und dem patentierten NovoGrip Stabgurtförderer. Das sind technische Problemlösungen für die Praxis aus dem Hause Krone. Diese Entwicklungen setzen Maßstäbe für die rationelle Futtertechnik. Krone bietet seinen Kunden immer ausgezeichnete Spitzentechnik. Hier der Big X. Diese Maschine überzeugt durch beste Schnittqualität bei einmalig hohen Durchsatzleistungen. Der Big X ist ein technisches und wirtschaftliches Meisterwerk, entworfen und konstruiert von Krone-Ingenieuren, gebaut in Spelle im Emsland. Mit dem Big X gelang es Krone wie schon oft, die internationale Fachwelt in Erstaunen zu versetzen. Solche Innovationen sind entscheidend für die Zukunft eines Unternehmens. Dabei blieb Krone ein traditionsbewusstes Familienunternehmen, das seine Kunden seit Generationen kennt, deren Sprache spricht und diesen Kunden treu bleibt. Das Spitzentechnik in jeder Leistungsklasse für jede Betriebsgröße anbietet. Ein Unternehmen, das seine Visionen aus der Verwurzelung in der weltweiten Landwirtschaft schöpft. Diese Wurzeln reichen zurück zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Es war im Jahr 1906, als Bernhard Krone in Spelle eine Hufschmiede eröffnete. Daraus entstand der Stammbetrieb der heutigen Krone-Gruppe. Das Landmaschinenwerk in Spelle, wo hochqualifizierte Mitarbeiter Hightech-Maschinen zur nachhaltigen Entlastung von Mensch und Umwelt produzieren. Dazu gehören computergesteuerte Präzisionsmaschinen, die Kataphorese-Tauchlackierung, die allen Krone-Maschinen den besten Korrosionsschutz gibt, der heute technisch möglich ist. Krone verwendet ausschließlich umweltschonende Lacke, die frei sind von belastenden Substanzen.
Multifunktionsbänder, die rasches Reagieren auf jede Marktlage erlauben. Und die laufende Qualitätskontrolle durch unabhängige Fachleute. Im Krone-Schulungszentrum Drive & Train werden Kunden und Vertriebspartner über das gesamte Krone-Programm informiert. In allen Jahren seines Bestehens hat Krone immer die wirtschaftlichen Zeichen der Zeit früh erkannt und die richtigen Weichen gestellt. Der raschen Ausweitung der Produktion folgte die Spezialisierung auf Erntemaschinen und die Fortentwicklung zum Technologieführer in der Landtechnik. Damit gelangen Jahrzehnte überdurchschnittliches Wachstum in einem hart umkämpften Markt. 1971 kam die Produktion von Nutzfahrzeugen in Werlte, ebenfalls im Emsland, dazu. Ergänzt im Jahr 2000 durch eine Kühlfahrzeugfertigung in Dänemark. Ursprung und ältester Unternehmensbereich ist der Krone Landmaschinenhandel in Norddeutschland. Die Organisation der drei Bereiche als Krone Holding schafft unternehmerische Sicherheit und setzt Synergien frei in Beschaffung, Produktion und Vermarktung. Krone ist ein wirtschaftlich grundsolides Unternehmen mit hohem Eigenkapital und ausgelasteten Produktionsstätten. Die Weltwirtschaft ist gekennzeichnet von einem rapiden Wandel und ständiger Anpassung. Die Familie Krone hat sich entschieden, auch in Zukunft ein unabhängiges Unternehmen zu bleiben, mit hoher Verpflichtung gegenüber Landwirten, Lohnunternehmern und Vertriebspartnern. Das Unternehmen steht zu seiner gesellschaftlichen Verantwortung, bindet Mitarbeiter oft ein Arbeitsleben lang, bildet Lehrlinge aus und bietet sichere Arbeitsplätze. Krone stellt Techniker und Ingenieure ein und schafft Wirtschaftskraft in einer aufstrebenden Region. Und es ist kein Zufall, dass viele Krone-Mitarbeiter aus der Landwirtschaft stammen und bis heute Landwirtschaft im Nebenerwerb betreiben. Denn Krone, seine Mitarbeiter und seine Kunden sind Teil derselben landwirtschaftlichen Wertegemeinschaft, die geprägt ist von Bodenständigkeit und sehr langfristigen menschlichen Bindungen. Aus dieser Herkunft bezieht Krone seine Stärke. Praxisgerechte landtechnische Lösungen, Spitzentechnologie für Erntemaschinen, wettbewerbsfähige Produkte auf allen führenden Landtechnikmärkten der Welt und vor allem die Nähe zu seinen Kunden. Denn Krone will, dass es der Landwirtschaft gut geht und bietet zukunftsorientierte Technik für ihren langfristigen Erfolg. Krone. Fortschritt ist Bewegung.